Ich Regen, möchte du wolltest meinen. nur anlaufen oder wolltest du einen neuen Zauber ansagen? Ja, dafür muss ich erstmal ranlaufen. Deswegen, ich die Aktion auf und sprinte dann halt, soweit ich kann. Jo, mach. Versuche dann irgendwo zu stoppen. Ich kann da hoffentlich ungefähr Nee, einschätzen. das ist okay. Du kannst dann an Jalan rantreten und du kannst dann nicht im Nahkampf agieren, aber Genau. stehst Aber auf so, alle dass Fälle er so neben. noch, dass so zumindest zwei oder drei von denen, die um den Typen rumstehen, noch innerhalb meines Wie groß ist Gardianums. die Kugel deines Gardianums? Ja, 3 Schritt Radius. Ja, da kommst du ran, das ist okay. Genau, mehr kann ich erstmal nicht machen, die Runde. Genau, bisschen gesprintet, zwei Aktionen aufgewandt. Wascha wäre noch dran. Ich möchte gern, da wir jetzt alle hier sind und ich aber hoffe, der greift mich nicht an, umwandeln, zwei Aktionen, also zwei Attacken. Und gerne die erste mit einem gezielten Stich wieder machen. Und dazu noch Ansagen plus 4. Ja. Ja. Das versuche ich mal. Ich werde das Ganze mir im Nachhinein geben, weil da weiß ich nicht genau. Mit der. Ist aber plus 6, plus 4, plus 2 Rüstungsschutz, wäre aber geschafft. Ephadaios muss noch die Ringprobe machen. Ja, ich möchte meinen Shibi benutzen, um meinen Wert um 4 zu boosten. Darüber ist eben eine 7er Erleichterung durch Überzahl und Richtig, jetzt, ja, jetzt nicht mehr, denn jetzt ist er ja aufgestanden. Oder ist er noch nee, nicht nee, auf? nee, nee, Liegt nee, doch also, noch. ja, ihr zieht alle, ihr könnt alle Ziehen doch vorziehen, wenn alle ihr vor, wollt. deswegen ist er Okay, nicht Ephadaios aufgestanden. zieht auch vor, ja. In dem Sprite hast du 7er Erleichterung, ja. Okay, dann also booste ich meinen Wert nochmal um 4. Erschwere mir das um die Erleichterung. Das mache ich jetzt normale Regenattacke. Ja, ich erschwere mir das um 11. Und, oh Gott. Ja, Was Versuchung. hätte dann das Ring für den Aus. Also, was wolltest du machen? Ihn Warum? greifen und festhalten, sodass seine Attacken und Paraden um 6 erschwert werden. Warum gibst du dann vorher ein Chippy aus für die 4 Punkte? Damit ich meine Ansage stärker machen kann. Er kann Ah, Ansage okay, maximal gut. bis auf Höhe seines Dings machen. Dann ist dein Chippy auch weg. Greifst daneben. Wascha sticht nach ihm. Hat dich da wahrscheinlich dann so blockiert. Wascha, würfel gerne den Schaden aus. Ja. Weil, naja. Sind Wow. 1 plus 1 sind 2. 2. Doppelter Schaden sind 4. Er hat einen Rüstungsschutz von 3. Das Ne, heißt, ich er habe ja kriegt. 4 angesagt, Frosty. Das wären Ach ja dann so. 6 plus doppelter Schaden wären 12 plus eine Autowunde. Ja, er kriegt keine Wunde. Er kriegt von dir 8 Trefferpunkte. Auch da merkst du wieder, dass da wohl irgendwas im Innern ganz fies wuchert. Und du hinterlässt Blut an deinem Dolch. Also die Wunde schiebt sich wieder nach draußen, er regeneriert, aber das, was du an Schaden gemacht hast, also er ist auf alle Fälle zu besiegen. Irgendwie. Du weißt nicht genau, wie, was du gemacht hast, aber das war jetzt wohl effektiver. Aber ich habe ja umgewandelt, das heißt im Prinzip, bevor ich merke, der drückt den Dolch wieder raus oder was auch immer da drückt, kann ich ja nochmal rein, oder? Ich habe Dann jetzt extra nochmal Schaden. umgewandelt. Juhu! Wow. Ja, das gleiche nochmal. Er kriegt trotzdem pro Kampfrunde nur die 2W6. Also du drückst den Dolch nochmal tiefer. Wo hast du reingedrückt? Moment, müssen Gucken wir mal nach. auswürfeln. 12. Ist egal, weil keine Wunde. Dann hast du den Schwertarm zu packen bekommen und versuchst durch die Hornhaut von diesem Legionär hindurchzukommen. Legionär? Es ist eigentlich ein kleines 15-jähriges Kind, aber na gut. Ja, Ja, aber ich habe ja gesehen, was er machen kann, deswegen egal. Drauf. Nächste Kampfrunde. Warte, er hat Beziehungsweise auch eine Entschuldigung, Aktion. der Legionär ist noch dran. Der darf ja auch noch, der hat ja bisher noch nichts. Ihr seid. Er wollte ja aufstehen. Achso, Ephadaios, ja, warum nicht? Ephadaios ist in Haar, das heißt, er greift einfach jetzt in Haar mit seinen Klauen an. Er selbst ist liegend, bekommt eine minus 3. Dann bekommt er durch die Überzahl eine 7er Erschwernis. Nee, maximal 2. Maximal 2. Dann sind das 5. 5 Erschwernis, schafft er. Dann darfst du parieren. Warte mal kurz, du hast gepatzt, oder? Nee, du hast nur eine 19 Nee, gewirbelt. nee, nee. Ich pariere mit Raufen. Und zwar mit der. Wie heißt das Schwertarm? Eisenarm. Eisenarm, ja. Und das klappt. Scheiße. Bei Eisenarm kriegst du trotzdem den halben Schaden. Ja.
Sind nur 6 TP. Alles klar. Rüstung abziehen, wenn du... Ah ja, richtig. Ja, weiter geht's. Er ist jetzt mit seinen... Ich hab noch Aktionen. Ja, hau rein. Aktion, Position, um meine Schwernis abzubauen. Okay. Und er hat auch noch... Er hat noch eine zweite. Er würde... Egal, habe ich nicht angesagt. Passt. Aber er ist eh doch mit der Ini so niedrig, da verliert er doch seine eine Aktion, oder? Wenn er ist genau bei, ja, er ist genau bei 8, das heißt, deine zweite wäre bei 0, was nicht geht, glaube ich. Ich glaube, ab 7 fehlt dir dann die zweite. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber passt. Nächste Kampfrunde, der Legionär ist dran, der Legionär möchte nach Ephadaios krapschen. Ach, ich möchte auch vorziehen. Habe ich mir gedacht, alles klar. Gut, ich möchte umwandeln, 2 Attacken. Ja. Die erste machen wir mit einem 8er Wuchtschlag und dann sehen wir weiter. Warte, ich möchte auch umwandeln. Und die Aktion nutzen, um das zu sagen. Wir müssen den Jungen exorzieren! Den Dijian! Ja, die Idee hatte Brindijian auch schon. Ich wollte mal nachfragen, haben die das profane Vorgehen, was hier die 6 Leute im Raum machen, überhaupt irgendeine sichtbare Auswirkung? Also, regeltechnisch bekommt er durch nicht magische, nicht geweihte Waffen halben Schaden. Dadurch, dass er eine Lindwurm-Rüstung hat, die profan mit 3er Rüstungsschutz hat und sein innerer Zand ist nochmal ein 8er Rüstungsschutz. Also das, was die profanen Leute machen, hat überhaupt keine Auswirkung. Also regeltechnisch schon, aber das ist jetzt vernachlässigbar klein, das werde ich nicht auswürfeln. Die geweihten Waffen von Ephadaios, der mit seinem Spieß nicht kämpft, ist egal. Gut, seine Hände zählen auch als geweihter Schaden, das heißt, er kriegt dann normalen Schaden. Yarlan spießt mit einem ungeweihten, unmagischen Schwert, das hat also genauso den gleichen Effekt, dass du im Inneren auf den Zand stößt und wenig Schaden machst. Und Vashas Dolch ist seltsamerweise effektiv, auch wenn es halt nur ein Dolch ist, aber das liegt einfach daran, dass der Rondra geweiht ist und deswegen doppelten Schaden macht. Aber es liegt also Dolch, okay, er macht halt 1w6 plus 1 und da muss sie halt viel reinlegen. Aber du bemerkst, dass das sehr ineffektiv ist und normalerweise müsste dieses kleine Kind in Stücke zerschlagen sein. Du siehst auch, wie sich die Haut immer nachregeneriert und entweder Säure oder wenig Blut rausläuft. Okay, ja, dann entschließe ich mich auch zu der Aktion, die ich jetzt noch so im Hinterkopf hatte. Und ich rufe dann, haltet ihn hin und ja, muss wahrscheinlich kurz in meinem Beutel nach Kreide kramen. Und fange dann an, auf dem Boden zu zeichnen. Also, Pentagramma will ich jetzt machen, das dauert, dauert dann auf jeden Fall 10 Aktionen, bis ich fertig bin. 10 Aktionen, Pentagramma. Okay, dann würfel einfach mal aus. Ihr könnt mit eurer Finesse ihn auf alle Fälle auf eine kleine Initiative bringen. Das heißt, auch wenn ihr wirklich keinen Schaden macht, könnt ihr trotzdem mit weiteren, ihr könnt halt seine Initiative weiter nach unten klöppeln, sodass er einfach sehr, sehr bewegungsunfähig ist, wenn ihr damit den 6 Mann um ihn herum steht, auf ihm drauf liegt, ihn mit Fäusten und mit Messern auf ihn einschlägt. Er wird sehr langsam. Und dadurch hat dann Redigian viel Zeit. Das müssen wir nicht auswürfeln, weil es halt langweilig, wenn ich 2w6 immer regeneriere und ihr drauf haut. Vorab hat der Anta drin vermutlich noch Manifestation, oder? Ich muss gerade mal überlegen. Steht hier nicht. Das mag daran liegen, dass der... Ich muss gerade mal unersättlich nach. Du willst jetzt die Erschwernis für den Pentagramma wissen? Genau. Also laut dem Unersättlichen hat ein Legionär eine MR von 18, laut diesem Abenteuer eine MR von 15. Du kriegst jetzt eine MR von 15 reingedrückt. Okay, MR ist egal, das ist da Beschwörungsschwierigkeit von den Zahnspietereien. Ja. Und dann noch, ja, diverses anderes. Das muss ich mir gleich mal zusammenrechnen, wenn ihr noch 10 Kampfrunden rechnet. Ja, also wie gesagt, wir müssen die 10 Kampfrunden nicht ausspielen, weil das ist halt langweilig, wenn ihr halt würfelt und ich halt würfel und das macht halt keinen Spaß. Ich denke, allein wenn Yarlan und Vashar daneben stehen, können wir den schon durchgehend am Boden halten. Genau, also das wird sein. Mit Ephadaios und mit Yarlan und dem Dolch von Vashar wird das wohl irgendwie klappen. Er wird dann vermutlich irgendwann mit diversen Stichinstrumenten einfach festgenagelt, auch wenn keiner die SF hat.
Und da drücken dann alle so drauf, dass er nicht wieder aufstehen kann. Und während sich der junge Strichdämon am Boden wendet, hat Brindisian Zeit, seine Abschwörungsformel zu sprechen. Ein Zand hat im Übrigen eine Beschwörungsschwierigkeit von 10. Danke. Jo, das habe ich schon gesehen. Wascher merkt auf alle Fälle, wie sie auch langsamer wird. Also du stichst und stichst und stichst, wie du es gelernt hast, aber dein Arm wird unglaublich schwer. Ich würde dann im Notfall auch mal irgendwann von ihm ablassen, weil ich bin ja auch ziemlich krass verletzt im Verhältnis zu den anderen. Ja. Und würde mich auch mal ein bisschen zurückziehen in irgendeine Ecke und dann so an der... mich irgendwie mal in den Schnee setzen und mal ein bisschen meine Wunde mit dem Schnee kühlen schon mal. Ich kann mich auch selber verheilen, ne? Ich würde dann mal hier so ein bisschen meinen Hexenspeichel machen. Mhm. Weil die anderen scheinen ja ihn ja gut im Griff zu haben. Ja. Ja. Möchtest du dich profan heilen oder was möchtest du mit dem Hexenspeichel ansagen? Ich möchte mich anspucken. Ja, aber das ist jetzt und die Frage, dann gebe ich du... mir 7 LEP zurück. Okay, du willst LEP heilen, gut, das wollte ich wissen. Ja. Ist halt teuer, aber naja. Genau, das ist jetzt wichtig. Ja. Das Gift bleibt dann nämlich in deinem Körper. Oh, die Information, so. Die du gerade ja, nicht beachtet hast. Ja, ist so. Ich weiß es als Borschan nicht. Das genau, richtig. Okay. Ja, Brindigian, würfel dein Pentagramma. Okay, ich habe es mir überschlagen. Ich komme auf eine Erschwernis von 10 bei dem Pentagramma. Das versuche ich jetzt einfach mal damit. Schippi! Jojojojo, ich gucke auch noch welchen ich mache. Ist glaube ich egal. Nimmt uns ein Leben. Ich werfe einen neu. Ich werfe 16 neu. Gut. Dann ist das gelungen? Ja. Ja. Dann ist das gelungen. Der einzige Sieg, den man wie man einen Legionär von Jakmonit besiegen kann, die einzige Möglichkeit ist der Pentagramma. Die einzige. Denn, das kann ich euch OT verraten, der Würzkörper regeneriert nicht nur 2W6 pro Kampfrunde, sondern auch wenn seine Lebensenergie auf 0 fällt, dann stirbt er, in Anführungsstrichen. Er regeneriert aber 2W6 Lebenspunkte pro Spielrunde, bis er wieder aktiv ist. Das heißt, ihr könnt ihn halt niederknüppeln. Wenn ihm die Kehle aufschlitzt, kommt er wieder. Nur der Pentagramma ist die einzige Möglichkeit, einen Legionär zu besiegen. Ja, ihr merkt, wie er dann erschöpft mit viel Schweiß auf dem Gesicht. Könnt ihr bemerken, wie Brindigian die Formel spricht und der Körper des Legionärs erschlafft. Vor euch liegt nur noch ein blutendes Kind. Lebt das Kind noch, so bei beiläufiger Betrachtung? Nein. Du kannst sehen, wie auch alte Wunden aufreißen, die ihr ihm beigebracht habt, die er wohl wieder regeneriert hat. Also ein unglaublich versehrtes, kleines Kind liegt vor euch. Wie gesagt, nicht älter als Myria und es ist ein unfassbar tragischer Anblick, wie ihr da jetzt neben ihm auf die Knie sinkt, auf euch hinsetzt in den Schnee, euch den Schweiß aus dem Gesicht reibt und erschöpft dann euch leicht ausruht. Diese Schweine, das darf nicht wahr sein. Kleine Kinder für ihre Zwecke. Irgendwann kämpft Jalan sich wieder auf die Beine und schaut mal lang über erst seine Kameraden und dann die ziemliche Sauerei, die hier in der Gasse hinterlassen wurde. Nun, es war vielleicht mal ein Kind, aber jetzt war es nur noch ein Diener der finsteren Götter. Nein. Und allen ihren Dienern soll es so ergehen wie den beiden hier. Packt mal an, ich will sie zum Tempel bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Junge das freiwillig mitgemacht hat. Seit wann können Dämonen in Menschen reinfahren? Brindigian. Ja, Brindigian sitzt noch ein bisschen erschöpft in dem Kreidekreis, den er gerade gezeichnet hat und rappelt sich dann langsam auf. Ich glaube nicht, dass der Junge was dafür konnte, Ephadaios. Das ist... Nun, ich habe nur von diesen Wesen gehört, aber dieser... Der Ungeschaffene hat ihn irgendwie beherrscht oder wurde mit ihm nun verschmolzen. Darf nicht. Diese. Ja. Der Junge hatte keine Chance. Man hätte den Ungeschaffenen nicht zurück in den Äthrischen treiben können, ohne dass der Körper des Jungen dabei stirbt. Freiwillig oder nicht, spielt jetzt auch keine mehr Rolle. Auch keine Rolle mehr. Die beiden sind tot. Jalan, haben wir denn das Schwert? Also, waren wir erfolgreich? Und solange Brindigian es nicht in die Gosse hat fallen lassen, haben wir es noch.
Ja, hier ist es. Lijan hebt du das Wachstuch zumindest nochmal hoch. Ja, Jalan tritt dann noch einen schnellen Schritt an dich heran und schlägt die eine Ecke, die vermutlich aufgegangen ist, wieder zu. Ja, passt darauf gut auf. Brindisian, warum nehmt ihr nicht die Söldner? Was tun wir jetzt? Wollen wir direkt zum Schiff und aufbrechen, wie wir es vorhatten? Ich überlege gerade. Das Schwert ist doch ihr, der unbarmherzigen Asäuferin, zugetan. Vielleicht sollten wir nicht unbedingt über die blutige See segeln, während wir es an Bord haben. Alle nochmal eine Sinnchefprobe, später machen. Geschafft, interessanterweise. Gut, gerne weiter. Jedenfalls müssen wir so schnell wie möglich aus der Stadt verschwinden. Ich habe die Befürchtung, dass Xeran vielleicht merkt, dass sein Bote den 12 göttlichen Kirchen in die Hände gefallen ist. Naja, aber der Bote bräuchte ja auch noch ein paar Tage, wenn nicht sogar Wochen, bis er nach Mendena gekommen wäre. Vielleicht und sollten wir nicht hier in der Gasse darüber reden. Sagt Washa immer noch ziemlich wütend, da irgendwo sitzend. Richtig. Nehmen wir die beiden erstmal. Er schultert die Leiche von Luthinde. Der Junge ist ihm doch zu unheimlich. Und sie zum Boron-Tempel bringen. Und dann sehen wir zu, dass wir aus der Stadt verschwinden. Im Namen der Inquisition. Ah. Praios zum Gruß. Praios zum Gruße. Ihr seid also auch da. Selbstverständlich. Ich dachte, ich hätte euch gebeten, nicht zu interferieren. Glaubt ihr, wir hören auf euch? Ich hatte es gehofft, muss Wenn ich es gilt, verstehen. Gottes Werk zu verrichten. Werk der Götter muss manchmal auch mit Finesse verrichtet werden. Und nichts für ungut, ich bin nicht überzeugt, dass ihr zu solcher bereit seid. Fehlt das ist total egal, aus, die Sache ist getan. Kaum bereit. Könnten wir den Plausch trotzdem verschieben und nicht in der Gasse? Gucken wir nochmal um, es ist kalt. Überall hat recht. Blut. Komm mit. Spuren. Gehen wir erst einmal zum Tempel. Ich weiß nicht, ob ihr mutig oder wahnsinnig wart, einen Legionär im Kampf zu erstellen, aber alle Achtung, ihr habt es geschafft. Ein Legionär, das Kind hier. Das war unsere Pflicht. Das Kind ist kein Kind mehr gewesen, ab dem Zeitpunkt, an dem der Dämon hineingefahren ist. Ja, Lan, Mann. Und nichts, was Mach wir deine Augen auf. Siehst du noch irgendwelche Hörner an seinem Körper? Und nichts, was wir hätten tun können, hätte daran etwas geändert. Der Junge war nur noch eine leblose Hülle. Ein Jetzt brüllt das doch nicht so hier rum! Also gut, guck wir werden mich nochmal böse an, rappel mich auf. Wir werden diese Gasse absperren und wir werden dafür sorgen, dass ihr mit dieser Rüstung nicht behelligt werdet. Man schaut noch direkt auf Jalan, der mit seinem schwarztobrischen Wappen an der Rüstung da auch noch auftritt. Ihr solltet euch trotzdem schnell umziehen. Ja, blau und gold. Jalan nickt dem Inquisitor noch einmal zu. Ja, vielen Dank dafür, dass ihr über solche den Umständen entsprechenden Kleinigkeiten hinwegzusehen bereit seid. Gut, nun hinfort mit den beiden. Dann geht's los. Ich trete, wenn ich auf den Weg vorbeikomme, nochmal nach dieser verdammten Ratte, die ihr rumkriegt. Die ist plötzlich weg. Was für eine Ratte? Ich dachte, ich hätte eine gesehen. Und dann geht es zum Boron-Tempel. Zum Boron-Tempel? Was für ein Boron-Tempel? Ich sehe es gerade, es gibt keinen, oder? Richtig. Du weißt natürlich von dem Ingrim-Tempel, warst selber noch nicht da und du weißt von dem Effa-Tempel. Es gibt doch bestimmt einen Rondra-Tempel. Nein. Nein. Es gibt einen Rondra-Schrein, beziehungsweise die einstige Halle der Rondra. Das ist wohl aktuell das, beim Rathaus in der Nähe. Bist du nicht ganz sicher, was das noch ist, aber... Gut, dann Effert. Hilft nichts. Im Grunde ist es egal, zu welchem. Ich will sie nur zu einem Tempel bringen, der kümmert sich dann um alles weitere. Ich kann den Jungen der See bestatten. Keine Danke. Zeit, Ephadaios. Wir laden sie ab und verschwinden. Unsere Aufgabe ist wichtiger. Plötzlich könnt ihr etwas hören. Was war das? Es ist Nacht, immer noch fällt Schnee um euch herum, aber das war deutlich zu hören. Donnern. Nicht von Blitz und Donner, von dem... Ja, von der wütenden Rondra, aber... Kanon?
Irgendetwas hat geschossen. Schwere Rotzen. Noch einmal. Noch einmal. Halt durch die Nacht. Bei allen 12. Jagold, nehmt euch 5 Mann und schaut am Hafen nach, was da los ist. Der Rest mit mir. Ich renne mit den Leuten zum Hafen, weil das ist unser Schiff und das Rodrigo. Und ja, die lässt man nicht allein. Jagold. Wascher. Ja. Wer noch? Seine 5 Söldner, also die Tobria und Horasia. Ja, das heißt, die Maraskaner bleiben bei Brandigian. Richtig. Myriam ist bei dir. Er soll die abstellen, wie er es für richtig hält. Okay, dann trennt ihr euch. Was mit den anderen? Also, wie gesagt, es gibt jetzt Kanonen, Rotzenfeuer. Was tust du? Verdammt, trägt den toten Jungen in seinen Arm. Ja, Brandigian? Von wo kommt denn dieses Rotzenfeuer? Kann man das orten, ob es tatsächlich von Süd-Südost kommt, wo unser Schiff steht, oder? Genau, richtig, aus der Entfernung, also Süd-Südost, der Hafen. Ja, wir müssen unser Schiff retten, Yalaji, wir haben jetzt keine Zeit. Wir haben, was wir wollen, wir müssen weg. Eure Exzellenz! Ja? Wollt ihr mir wohl diese Bürde abnehmen? Er schaut, was wird's ihm angeben? Das Schwert oder wie? Nein, die Leichen. Die Leichen, achso, ja, die Leichen nimmt halt ja auch ab. Ich dachte, du willst ihm das Schwert geben. Nein, das Schwert ist unsere Verantwortung, aber er als 12 Götter Diener muss wohl hier mal in die Bresche springen und sich um die Bestattung kümmern. Ja, dann kann er Lutinde und auch das Kind, den Legionär, kann er bzw. seine Unberührbaren können die dann nehmen. Ephadaos wird das Kind nicht hergeben. Okay. Ephadaos, wir haben keine Zeit. Ja, deshalb sollten wir zum Schiff. Kapitän, wenn ihr einen Befehl gebt. Aber um den hier muss ich mich kümmern. Das war meine Verantwortung. Ist meine Verantwortung. Ich schau mal in die Runde, auch wenn die Zeit gerade ein wenig drängt. Ich hoffe, Wascher ist noch da. Was meint ihr dazu? Wascher ist weg. Da sind Schüsse und Rodrigo ist auf dem Schiff. Die diskutiert da nicht mit dir. Die ist natürlich weg. Brandigian, was meint ihr? Ich denke, mir kommt das Vieh nicht aufs Schiff. Mittlerweile könnt ihr panisches Glockengeläut vom Feuerturm hören. Und das von anderen Wachtürmen, die jetzt rund um die Stadt aufwachen und die Stadt wecken. Ach, Ephadaios, ihr sturer Mock. Na gut, mir nach. Myrian, nimm den Dreizack mit. Wir müssen aufs Schiff, Yalajin. Wir können nicht durch die Länge der Helge gehen zum Schiff. Los, die Leichen sind weg. Also die eine zumindest. Dann könnt ihr schrille Rufe von den Mauern hören. Nur, leise an euch herandrängt, aber wenn ihr auf die Mauern zueilt, werden sie lauter und lauter. Maitem zu den Waffen! Weiteres Geklock von den Glocken. Eine Dämonenarche! Zu den Waffen! Wolfskacke, dieser Tag wird immer besser. Die Stadt dürfte sicher sein, sie haben das Horn des Efferts. Verzeiht mir, wenn ich nicht unbedingt unsere eigene Sicherheit auf dieses Horn geben möchte. Rossi, wo sind wir denn in der Zeit? Du hast uns jetzt einfach da stehen lassen. Also ich denke mal, wir sind eine halbe Straße hinter euch. Ich wollte gerade sagen, also ihr seid dann... Weil die haben dann auch ziemlich lange diskutiert. Ich will jetzt endlich mal zum Hafen. Ja, und ich will die Gruppe nicht teilen müssen. Ja, selber schuld. Ich lasse Rodrigo nicht allein. Ja, du tauchst dann als erstes beim Hafen auf. Hier sind dann die anderen Ritter gefolgt. Bist immer noch ziemlich kaputt. Dein Waffenarm hängt auch merkwürdig runter. Also du kannst ihn nicht wirklich heben. Deine Wunde brennt immer noch. Blutet und meine Nase noch eigentlich? Deine Nase? Nee, die blutet mittlerweile nicht mehr. Also das Blut ist geronnen, vielleicht auch noch durch den Schweiß oder so. Läuft das vielleicht noch ein bisschen weiter runter, aber zumindest blutest du nicht mehr aktiv. Okay. Zumindest nicht aus der Nase. Und dann kannst du sehen, wie die Stadttore bzw. die Tore beim Hafen geschlossen sind. Und wenig Stadtwache oben auf der Mauer steht. Du kannst erkennen, ungefähr 10 Wachen, die dort am Hafen stehen. Und ungefähr 5 Ritter, die jetzt gerade herbeieilen und eine schwere Infanterie bilden, stehen dort oben, beziehungsweise vor den Stadtmauern. Und die Tore sind schon komplett zu, also sie sind nicht gerade am Schließen, sondern sind schon zu. Die Tore haben sie mittlerweile geschlossen. 2 Leute stehen gerade noch neben dem schweren Riegel. Dann brüll ich halt! Ja, das sind noch Leute von unserem Schiff! Überall um euch herum ist Chaos.
Niemand achtet auf dich und wenn ihr da ankommt, werden die Leute, die oben auf der Stadt, also die Leute, die oben auf der Mauer stehen, euch zurufen. Sehr gut, Verstärkung, kommt nach oben! Wir müssen die Tore halten! Ich renne nach oben, da kann man rechnen. Brechen von Süd-Südost durch! Oh, nach oben, nach oben, nach oben, da kann man gucken. Auf der Stadtmauer. Du traust deinen Augen kaum. Gut 2 Meilen weit reicht das Küsteneis in die See hinaus und von der einen Monstrosität, größer als jedes Schiff, kannst du sehen, wie sie heranschreitet. Unter 8 wurzelförmigen Beinen wird das Eis gespalten und birst. Schneekristalle schieben auf, die Spinnenbeine tragen einen baumartigen Korpus, von dem verzerrte Aufbauten und 4 schwarze Hörner aufragen. Dumpfe Trommelschläge hallen über das gefrorene Wasser und du erkennst Gestalten an Deck. Geschütze werden ausgerichtet und knirschend öffnet sich der Bug des dämonischen Schiffswesens wie ein nimmersattes Maul und entlässt dutzende Hummerkreaturen, die auf 2 Beinen auf die Stadt zu marschieren. Der Monarche! Wo ist unser Schiff? Sehe ich unser Schiff? Dein Schiff? Hier. Ja. Die Dämonarche? Hier. Das heißt aber, das Eis zu unserem Schiff ist noch ganz, das heißt, da komme ich noch hin. Prinzipiell schon, aber dein Schiff ist mittlerweile zugefroren. Das ist mir egal, da ist trotzdem Rodrigo drauf. Hoffst du zumindest. Ja, ja, davon die Stadtmauern, muss ich ausgehen. Die Stadtmauern sind geschlossen. Sehe ich irgendwo ein Seil? Wie hoch sind die Mauern? Stadtmauern hoch, also du kannst ja runterspringen, du überschätzt das kurz. Hm. So, 2. Stock, ich sag mal... Ja, sagen wir 7-8 Meter. Wie gesagt, sehe ich ein Seil? Irgendwo? Es gibt keine Seile. Sind wir mittlerweile da? Ja, ihr könnt jetzt sehen, wie Wascha zusammen mit den anderen Söldnern von euch auf der Stadtmauer steht und nach unten schaut. Weiteres Glocke vom Feuerturm, von den anderen Türmen, die jetzt nach und nach alle wach werden und Feuer entzündet werden. Weitere Rotze, die da draußen auf das Eis schießen, beziehungsweise dahin, wo dieses dämonische Schiff jetzt zum Halten gekommen ist. Ich brülle einfach mal hoch. Ascha! Wir müssen zu Rodrigo! Aus? Wir müssen zu Rodrigo erst noch auf dem Schiff! Ich schiebe mal meinen Blick ein wenig nach rechts zu dem erstbesten Ritter. Im Namen der Götter, macht das Tor auf! Ganz sicher nicht! Bei allem Respekt! Wir halten macht es auf oder ich renne es ein! Du hast ja selbst noch keine Ahnung, was dort draußen auf dich wartet, aber er schüttelt nur mit dem Kopf. Nein, das tue ich nicht. Ich will umrennen und ein Seil suchen, wenn Jaland diskutiert. Ist mir jetzt egal. Ich habe irgendwas, irgendein Tuch, Seil, irgendwas, woran man klettern kann. Und wenn ich 4 Meter runter springen muss, du kannst kann auch ja gut klettern. Ist ja an sich ist es kein Problem, runterzuspringen. Frosty, ich möchte erst mal eine Alternative suchen, um nicht springen zu müssen. Regeltechnisch. Weil es ist Eis, wenn ich da... Du wirst hier auf Anhieb ist hier kein Seil, was irgendwie runterhängt. Nee, ich würde es ja festmachen, aber wahrscheinlich liegt doch irgendwo ein Seil, um irgendwelche Sachen zu ziehen. Draußen im Hafen. Draußen im Hafen, da liegen eine ganze Menge Taue, ja. Aber da komme ich ja nicht hin, haha. Ja, genau, also einfach runterspringen. Kapitän! 8 Meter sind Körperbeherrschungsprobe oder Athletik erschwert um 8. Kapitän, wenn hier eine Arche ist, die wollen sicher nicht zu unserem Schiff. Die haben es auf Valusa abgesehen und auf das Schwert. Eine Arche frisst Schiffe. Was für ein scheiß Schwert, Mann! Das hier! Ich halte unseren Lumpen hoch.